Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine klassische Erdbeertorte. Das ist eine Torte, die immer geht. Und ich habe mir diesmal auch überlegt, ich mache sie so einfach wie möglich, damit jeder sie nachmachen kann. Wir machen jetzt erstmal den Boden und das ist nicht mein klassischer Biskuitboden, wie ihr jetzt vielleicht erwartet habt. Denn der Biskuitboden, der ist zwar meiner Meinung nach auch einfach zu machen, wenn man jeden Schritt beachtet, aber es ist halt so, dass man das Eiweiß trennt und separat aufschickt und. Hamza kennt sogar das Prozedere. Mhm. Ne? Und heute habe ich mir überlegt, wir machen das so, dass wir einen Wunderkuchen backen. Der geht folgendermaßen. Ich habe jetzt hier meine Küchenmaschine und gebe da zuallererst mal Eier rein. Die müsst ihr nicht trennen. Einmal komplett rein. Dann habe ich hier natürlich Zucker. Die gebe ich auch direkt mit rein. Vanilleextrakt für den Geschmack. Und dann schlagen wir das Ganze 8 Minuten lang auf maximaler Geschwindigkeit richtig schön hellcremig. Jetzt ist die Eierzuckermasse hellcremig und als nächstes rühren wir ganz kurz unsere flüssigen Zutaten mit unter. Das wäre einmal Milch und Rapsöl. Statt Rapsöl könntet ihr auch Sonnenblumenöl verwenden, aber was ihr auf keinen Fall benutzen dürft, ist Olivenöl zum Beispiel, weil das schmeckt zu intensiv. Das ist fürs Backen in dem Fall also nicht geeignet. So einmal rein und ihr seht auch anhand der Verpackungen und Flaschen, ich habe natürlich wieder mal bei Kaufland eingekauft und dieses Video ist auch in Zusammenarbeit mit meinem Lieblingssupermarkt Kaufland entstanden. So und jetzt rühre ich das ganz kurz ein, gerade mal so ein paar Sekunden und danach verrühre ich Mehl und Backpulver miteinander. Die trockenen Zutaten dann hineinsieben und für 10 Sekunden unterrühren und dann füllen wir den Teig in unsere Springform. Ich habe eine 24 cm Springform, den Boden mit Backpapier auslegen und so ein bisschen glatt verstreichen. Und jetzt backen wir unseren Boden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen, das ist ganz wichtig, für ca. 40 Minuten und lassen ihn dann zugedeckt vollständig auskühlen. Während der Boden auskühlt, kümmere ich mich um die Erdbeercreme. Die ist super lecker und sehr, sehr frisch, denn später kommen noch pürierte Erdbeeren mit hinzu. Aber jetzt erstmal zur Schlagsahne. Die sollte ganz kalt aus dem Kühlschrank kommen. Ich habe gerade auch Schüssel und Schneebesenaufsatz in den Kühlschrank gegeben für 5 Minuten. Dann kann euch auch nichts mehr schief gehen. Einmal einfüllen und dann schlage ich das erst langsam und dann gehe ich mit der Geschwindigkeit immer höher und lasse Sahne fest einrieseln, bis es komplett steif ist. So, jetzt ist die Sahne steif, die kommt nur ganz kurz an die Seite. Die restlichen Zutaten verrühre ich jetzt hier in meiner Schüssel. Da habe ich wieder unser Trio und zwar Mascarpone, Magerquark und Sahne. Ihr könntet auch statt Mascarpone Doppelrahmfrischkäse nehmen oder wenn ihr sagt, ihr möchtet den komplett weglassen, dann habe ich auch einen Tipp für euch. Dann ersetzt ihr die Menge halb und halb eben durch Sahne und Magerquark. Das schreibe ich euch ganz genau nochmal in die Videobeschreibung, falls es jetzt zu verwirrend sein sollte. So, einfach alles reingeben. Magerquark auch noch mit dazu und dann habe ich schon mal Erdbeeren püriert und die siebe ich jetzt noch dazu, damit ich diese kleinen Stückchen nicht drin habe. Für die Süße und für den Geschmack noch Puderzucker und Vanilleextrakt dazugeben. Und jetzt nehme ich mir meinen Schneebesen und verrühre das und anschließend hebe ich mit einem Teigschaber die Sahne unter. So, und kleiner Geheimtipp, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Lebensmittelfarbe dazugegeben. Ja, ja, nicht so laut reden, ja. Ja, das ist ja ein Geheimtipp, deswegen rede ich so leise, damit es eben auch schön aussieht. Ah, was für ein geiler Tipp, ey. Aber sieht echt schön aus.
Unsere Creme ist fertig. Die Böden habe ich zweimal durchgeschnitten, damit ich drei Böden erhalte. Und jetzt müssten wir eigentlich alles nur noch schichten. Dafür nehme ich mir jetzt eine Tortenplatte. Also ich platziere meine Torten immer gerne direkt auf den Tortenplatten, damit ich später den Transport nicht mehr habe. So, und da gebe ich jetzt den ersten Boden einmal drauf, spanne einen Tortenring drumherum und dann fange ich an mit ein paar Esslöffeln der Creme. Und was ich auch noch mache, weil ich möchte echt die geballte Ladung Erdbeeren, ich gebe da noch frische, kleingeschnittene Erdbeeren dazwischen. Und wenn wir ganz oben angekommen sind, dann sage ich euch, wie wir weitermachen. Die Tortenoberfläche jetzt noch ganz dünn mit der Creme einstreichen, damit sie auch nicht austrocknet. Und dann geben wir sie für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit alles schön sitzt, schön fest wird und wir den Tortenring entfernen können. Dafür schnappt ihr euch jetzt das Backformlöser, geht da einmal an den Rand entlang und dann hebt ihr den Tortenring an. Und dann haben wir ja noch Creme übrig. Ich habe das extra schon so alles zubereitet, dass man keine neue Creme anrühren muss. Das heißt, ihr habt dann noch einiges übrig und das brauchen wir dann nochmal, um alles rundherum einzustreichen. Das ist ein magischer Moment. Ja. Okay, es wird ein Naked Cake. Das wird ein Naked Cake. Der sieht so schon schön aus. Das sieht schön aus. Ich würde den genauso lassen jetzt am liebsten. Nee, jetzt habe ich mir was vorgenommen. Jetzt werde ich ihn komplett einstreichen. Aber aus? Ja, komplett. Ah, okay. So, jetzt teile ich noch die Torte ein in 16 Stücke und dekoriere sie dann mit der restlichen Creme, indem ich eine Rosentülle verwende. Und natürlich kommen auf die Oberfläche noch Erdbeeren, ist ja ganz klar. Ich finde immer, Erdbeertorten sehen einfach nur hübsch aus. Allein schon wegen der Farbe und wegen der Frucht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann noch ein bisschen Kokosraspeln drüber geben. Habe ich jetzt gerade ganz spontan aus dem Schrank geholt und noch so ein bisschen drüber gestreut. Und jetzt ist die Torte fertig. Bitte unbedingt bis zum Anschnitt kühlen. Das ist immer ganz wichtig bei Sahnetorten. Und ansonsten lasst es euch einfach schmecken. Die ist extrem lecker, locker. Also der Boden ist sehr saftig und die Creme sehr locker. Und das passt einfach perfekt zusammen. Die ganz genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich bei meinem nächsten Rezept. Hinterlasst ein kostenloses Abo, damit ihr das auch nicht verpasst. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kiki und der Hamza. Euer Hamza.